Peace Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Lange ist es her, lange haben wir uns nicht gesehen, aber es ist wieder soweit. Hochqualitativer Fashion-Content wird wieder für euch geboten. Was, Bruder? Und wie ihr im Titel bereits gelesen habt, geht es heute um meine latest Pickups. 7 Pieces sind es an der Zahl, wobei von diesen 7 Pieces 2 sind, wo ich aktuell der Meinung bin, ich bin der erste YouTuber im deutschsprachigen Raum, der dazu eine Review macht, beziehungsweise der euch das versucht ein bisschen näher zu bringen. Aber um welche Pieces es sich genau handelt, das seht ihr wie immer jetzt. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem Accessoire an. Ich denke, es kann sich jeder denken, was hier drin ist. Es ist eine Sonnenbrille der Firma Prada. Ich war jetzt 5 oder 6 Jahre lang war ich mit der gleichen Sonnenbrille unterwegs. Eine Ray-Ban, eine Aviator, der klassische Sonnenbrillentyp. Und habe mir jetzt dann nach, wie gesagt, 5 oder 6 Jahren dann mal gedacht, okay, es ist mal Zeit für was Neues. War halt auf der Suche nach von der Form her etwas Speziellerem. Wobei man jetzt hier bei der Prada-Brille sagen muss, es ist nichts krass Spezielles. Aber ich denke, man sieht, wo der Trend in diesem Sommer halt hingeht. Zu diesem rechteckigen meiner Meinung nach. Beziehungsweise die High-Fashion-Brands, ich will nicht sagen dominieren gerade das Sonnenbrillen-Business, wenn man so sagen kann. Aber wenn man sich auf Instagram oder den sozialen Medien so ein bisschen umguckt, sind diese High-Fashion-Brands schon sehr stark vertreten. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, dass das Licht blendet jetzt nicht allzu krass. Zu der Farbe kann ich euch gar nicht so viel sagen. Sieht halt so leicht marmoriert aus oder wie man es halt auch immer nennen möchte. Man hat dann hier an der Seite dieses klassische Prada stehen. Und ja, ich kann die einmal kurz für euch aufsetzen. Mit der Kappe sieht die jetzt nicht so krass aus, finde ich. Also es ist tatsächlich eine Sonnenbrille, die eher irgendwie dafür gedacht ist, beziehungsweise einfach ein bisschen mehr zur Geltung kommt, wenn man dann die Haare ein bisschen fresh gemacht hat. Seiten auf Ziffer und so. Ja, wie gesagt, hier einmal von der Seite. Etui. Weiß nicht, der ein oder andere von euch, der eine Sonnenbrille von Prada hat, kennt halt dieses Etui. Ganz normal, klassisch, hier mit Magnetverschluss. Und ja, das wäre Piece Nummer 1. Wie gesagt, nach 6 Jahren war es dann mal an der Zeit, sich eine neue Sonnenbrille zu gönnen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zu Piece Nummer 2. So, da sind wir bei Piece Nummer 2. Da sind wir beim ersten Paar Schuhen von 4. Ja, der ein oder andere, der jetzt den Karton sieht, weiß sofort, um was es geht. Und zwar haben wir hier in dem Karton den Jordan 1 Heritage. Ja, was kann ich großartig zu dem Schuh sagen? Die Schuhe generell, die ich jetzt hier stehen habe, die ich euch zeige, stehen halt auch schon ein bisschen länger bei mir. Man sieht, der ist schon anders gelaced. Ich habe mir den hier mit den, beziehungsweise die weißen Schnürsenkel habe ich halt drin gelassen, habe mir den an der Seite hier so ein bisschen verknotet, damit das an der Seite runterhängt. Genau, Jordan 1 Heritage fand ich in der Farbkombination sehr geil, weil ich generell eher auf helle Sneaker stehe. Hab den tatsächlich auch in einem Raffle gewonnen. Ich glaube, es war SNS. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo ich... Auf jeden Fall war es ein Raffle, das ich gewonnen habe. Mal wieder. Aber ich habe dann auch quasi rausbekommen, warum ich dieses Raffle gewonnen habe, weil den Schuh gefühlt keiner haben wollte. Also den gab es auch noch sehr, sehr lange bei Nike nach der Auslosung, beziehungsweise der war, glaube ich, bei Nike noch nicht mal im Raffle drin, sondern als ganz normal Warteschlangenschuh, nenne ich es jetzt mal so. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber es gibt den, glaube ich, auch immer noch bei Nike. Also lasst mich nicht lügen, ich habe, glaube ich, der Schuh steht jetzt, glaube ich, einen Monat, steht der hier. Ich habe, glaube ich, vor einer Woche oder anderthalb noch mal bei Nike in die Sneakers-App reinguckt und der war in 44 immer noch verfügbar oder wieder verfügbar. Also es ist tatsächlich ein Schuh, der nicht so den Anklang gefunden hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, am Ende des Tages fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ob es generell der 1er Jordan-Hype ist, der vielleicht abflacht, weil viele Leute jetzt auf Dunks umgestiegen sind, beziehungsweise dieser Dunk Hype immer noch krass ist, oder ob diese Farbkombination einfach nicht so der Geschmack vieler ist. Also ich finde den halt sehr, sehr krass, gerade für den Sommer. Wie gesagt, ich bin eher so der Fan der hellen Sneaker und
ja, ein weiterer 1er Jordan in meiner Sammlung. Bin froh, den zu haben, auch wenn der jetzt bei den anderen nicht so begehrt ist, ist es mir egal, denn ich habe das ja schon mal gesagt, am Ende des Tages müssen die Sachen immer euch selber gefallen. Deswegen hier nochmal Appell an euch, lasst euch da von niemandem reinreden. Wenn ihr Bock auf irgendwas habt, was zu tragen, dann tragt das einfach. Und selbst wenn es nicht der Hype ist, Mainstream, drauf geschissen, tragt das einfach, rockt das einfach. Und dann seid ihr einfach ihr selbst. Wie gesagt, 1er Jordan Heritage. Und das war's zu dem Schuh. Dann würde ich sagen, springen wir direkt rüber zum nächsten Schuh. Wir springen vom einen Nike-Schuh zum anderen Nike-Schuh, vom Jordan 1 Heritage zum... Der ein oder andere weiß wahrscheinlich auch schon, was sich hier drin befindet. Genau, es ist der Nike Blazer Sakai in Low White Patent Leather. Auch für mich ein sehr, sehr geiler Sommerschuh, gerade wieder wegen der Farbkombination. Dieses Weiß mit diesem Creme-Weiß. Für mich auch ein sehr, sehr krasser Schuh, der underrated ist. Also das ist meine Meinung. Auch wieder ein Raffle-Gewinn. Auch wieder, wie ich dann im Nachgang erfahren habe, weil den Schuh irgendwie keiner haben wollte. Der schwarze davon war teilweise auch noch länger bei Sneakers verfügbar. Den gab es aber auch dann noch bei SNS oder ich glaube bei End Clothing konnte man den auch noch so regulär kaufen, nachdem die Raffles vorbei waren. Nichtsdestotrotz war das für mich auch ein Raffle-Gewinn und bin auf jeden Fall bereit, den im Sommer zu rocken mit einer kurzen Shorts. Definitiv auch, ja, ich will nicht sagen, ob es ein Geheimtipp von mir ist, viele rocken den schon. Wie gesagt, die Schuhe standen jetzt knapp anderthalb Monate hier bei mir rum, was für mich eine absolute Qual ist, weil normalerweise, ich bin der Meinung, Sneaker sind halt zum Tragen da und wenn dann Schuhe bei mir hier einen Monat rumstehen, ohne getragen zu werden, ist schon mal ein bisschen Krise, auch gerade, weil ich so lange mit dem Video warten musste, weil das Piece oder eines der Pieces, was ich euch heute noch zeigen werde, sich gerade in der Zustellung befindet. Also ich checke nebenbei immer schon die DHL-App ab, wie viel Stops der Fahrer denn noch entfernt ist. Ihr kennt das sicherlich, ist quasi wie Weihnachten, wenn man auf den DHL-Paketboten wartet. Und wie gesagt, das Paket befindet sich in der Zustellung, um euch das dann heute auch noch zeigen zu können. Zurück zu dem Schuh. Nike Blazer X Sakai Low. Für alle die, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, sich den Schuh zu holen oder den auch in echt noch nicht gesehen haben, ich kann euch den definitiv empfehlen. Ist ein sehr geiler Schuh. Wir haben ja auch nochmal diese Schaumstoff oder diese Schaumstoffumrandung. Dann haben wir halt hier die zwei Zungen und haben halt dieses weiße Patent Leather, was halt so ein bisschen glänzt. Wie gesagt, sehr, sehr geiler Schuh für den Sommer. Und dann würde ich sagen, genug von dem Schuh. Gehen wir rüber zu Schuh Nummer 3. Ja, was soll ich euch sagen? Man sieht den Schuhkarton. Es handelt sich auch wieder um einen Nike-Karton. Und auch hier handelt es sich wieder um einen Raffle-Gewinn. Also wenn es von euch welche gibt, die mir auf Instagram folgen, dann poste ich eigentlich relativ oft oder bei jedem Raffle-Teilnahmen poste ich meine L's und reg mich immer wieder darüber auf. Aber mit dem Schuh, mit dem Sakai, und mit dem 1er Jordan Heritage ist es dann tatsächlich, sind es drei in Folge gewesen, beziehungsweise drei an der Zahl, die ich halt gewonnen habe. Und auch wie eben angesprochen schon zu dem Modell, haben wir hier den Dunk Low. Jetzt wird der, glaube ich, gelistet irgendwas unter Championship. Ja, es ist der Purple. Auch, wie gesagt, ein Raffle-Gewinn. Und ich finde, der ist halt wirklich krass. Also ich hatte diesen Purple oder generell den Colorway hatte ich nie großartig auf dem Schirm. Hab dann auch einfach, ich will nicht sagen aus Verzweiflung bei dem Raffle mitgemacht, aber einfach mitgemacht, obwohl ich mir innerlich dachte, du gewinnst eh nicht. Hab den dann bekommen, als ich den dann zu Hause hatte. Also es ist wirklich ein schöner Schuh, gerade mit den weißen Laces drin. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben den dann mit lila Laces geschnürt. Finde ich sehr, sehr geil. Wäre oder ist jetzt tatsächlich mein zweiter Dunk Low. Ich habe ja, wenn man den sieht, der steht jetzt ganz oben. Ich habe ja schon den grünen, wie einige von euch auch wissen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein zweiter in dem lila Colorway. Und ja, ein sehr, sehr schöner Schuh. Wie gesagt, alle Schuhe, die ich jetzt hier habe, perfekte Sommerschuhe. Von daher auch
meine Empfehlung, falls jemand von euch sich in dem Resell holen möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Preis sich im Resell liegt, ist aber, glaube ich, gar nicht so teuer. Deswegen auch eine Empfehlung von mir, Dunk Low Purple Colorway, ja, für den Sommer. Dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Schuh. Jetzt haben wir den vierten Schuh und wie gesagt, da kommen wir zum ersten Piece, wo ich, wie ich eben angesprochen habe, der Meinung bin, ich bin der erste YouTuber im deutschsprachigen Raum, der euch den jetzt zeigt. Und um welchen Schuh es sich dabei handelt, das seht ihr jetzt. So, dann springen wir vom dritten Nike-Schuh, springen wir dann auch zum letzten Schuh. Und ja, wie man eventuell schon unschwer an der Verpackung sehen kann, es geht um den ich habe keine Ahnung, wie man diese Firma ausspricht, X Tiger Wavy Baby. Und nochmal erwähnt, ich glaube, ich bin der Erste im deutschsprachigen Raum, der euch den Schuh zeigt. Ich habe halt schon diverse Videos aus den Staaten gesehen, die halt Reviews zu dem Schuh gemacht haben. Aber ein deutsches Video, eine deutsche Review zu dem Schuh habe ich noch nicht gefunden. Von daher bin ich da auch irgendwo ein bisschen stolz, weil der Schuh jetzt auch schon echt lange hier steht und entweder hat sich den keiner geholt, weil den wirklich sehr, sehr viele hässlich finden, oder die waren halt alle zu faul, ein Video zu machen. Ja, der Tiger Van, so wird der halt auch gerne genannt. So, hier ist das gute Stück. Also die Schuhe sind wirklich sehr, sehr schwer. Ich stelle mal den Schuhkarton kurz zur Seite, weil die vom Gewicht her schon sehr, sehr stark an die Balenciaga Triple S rankommen. Die haben halt auch eine Full-Gummisohle. Man sieht das, ja, das krasse Merkmal des Schuhs, diese Wavy-Sohle. Die Firma befindet sich, wie gesagt, aktuell mit Vans auch im Rechtsstreit, weil es halt ganz klar ist, dass der Schuh in einem Van nachkopiert ist. Die haben in der Vergangenheit auch schon mal Streitigkeiten mit Nike gehabt, weil sie ja den 97er Nike, den haben die ja auch ummodifiziert in zwei Versionen. Da war Nike auch nicht so ganz mit einverstanden und jetzt haben sie sich halt den Van als Vorbild genommen. Hier unten auf der Sohle haben wir auch nochmal, ich hoffe man kann das lesen, haben wir auch nochmal den Hinweis, dass die Firma sich von jeglichen Verletzungen distanziert bzw. zu keinen oder nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, sollte man sich mit diesem Schuh verletzen. Ich glaube, besonders beim Treppensteigen könnte das ein oder andere Mal irgendwie zum Problem werden. War auch wieder ein Raffle-Gewinn, habe ich eigentlich auch wieder nicht mit gerechnet. Nachts irgendwann um 1 Uhr oder so oder um 1:30 habe ich dann die Benachrichtigung bekommen, dass ich ihn bekommen habe. Versand ging auch relativ schnell. War innerhalb einer Woche da, ohne Versandbestätigung. Also das sind ja schon fast Peso-Vibes, die hier an den Tag legen. Und das aus Amerika. Und ja, ich habe da auch schon eine Outfit-Idee zu im Kopf. Bin auf jeden Fall sehr froh, den zu haben. Wie gesagt, die Meinungen über diesen Schuh gehen tatsächlich auseinander. Also ich glaube, die Mehrheit findet diesen Schuh unfassbar hässlich, was ich auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt kein Hype-Sneaker oder so. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und bin halt wirklich froh, den Schuh dann jetzt endlich rocken zu können. Im Resale würde der auch, glaube ich, gar nicht so viel bringen, beziehungsweise man würde sogar im Resale eher noch Verluste machen. Und ja, zum Sizing kann ich sagen, ich bin jetzt True to Size gegangen. Also ich habe den jetzt in der US 10 bestellt, obwohl ich die normalen Vans in der 43 habe, also ja, US 9, glaube ich. Habe aber nicht bei dem nicht daran gedacht, dass ich den originalen Van, also den richtigen, normalerweise in der 43 habe. Aber mit einer 44 komme ich auch noch klar. 43 wäre wahrscheinlich ideal gewesen, aber eine 44 geht halt hier auch. Also wenn sich denn jemand von euch eventuell noch holen will, geht eine Size runter, als ihr beispielsweise in Nike-Schuhen habt. Und ja, das war's zu dem Schuh. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben generell zu den Pieces, würde ich mich natürlich freuen. Schreibt in die Kommentare. Auch gerade das Video, gebt dem Video wieder einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt. Auch da gibt es regelmäßigen Fashion-Content. Und dann würde ich sagen, war's das zu diesem Schuh. Und zu dem letzten Piece, da springen wir jetzt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das Piece ist noch gar nicht da. Es ist jetzt gerade in der Zustellung. Und sollte aber jetzt innerhalb der nächsten 10 bis 20 Minuten sollte es eintreffen. Und dann würde ich sagen, springen wir vorher noch zu der Jacke. Genau, die habe ich fast vergessen. Springen wir noch zu der Jacke.
Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Piece. Ihr seht schon, ich bin direkt reingesprungen. Und zwar, ja, Pegador, College-Jacke. Ich bin ja seit, ja, ich will jetzt nicht sagen mehreren Monaten, aber ich bin doch schon eine längere Zeit jetzt bekennender Pegador-Fan. Und ja, habe ja auch hier das T-Shirt quasi auch in der gleichfarbigen Hose quasi als Set. Habe mir sehr viel aus der aktuellen Kollektion Life We Chose geholt. Unter anderem jetzt auch hier diese College-Jacke. Ich zeige euch die einmal von hinten. Finde die halt mit diesem, in der Kombination mit diesem Beige-Schwarz, finde ich die halt schon sehr, sehr geil. Und die ist, soweit ich weiß, auch relativ schnell ausverkauft gewesen bei Pegador selber. Ja, dadurch, dass wir die im Laden auch verkaufen, die Sachen, also generell die Marke Pegador, war es da halt easy für mich dran zu kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so eine dünne Jacke jetzt gerade für die Abende, wenn es jetzt noch nicht so warm ist, aber auch nicht kalt genug, um irgendwie eine dicke Jacke anzuziehen. Ja, College-Jacke von Pegador, auch sehr geil, beispielsweise mit einem Hoodie ungefähr in dem Ton oder halt auch dem gleichfarbigen Hoodie, den es natürlich auch in der Kollektion gibt. Jetzt haben wir schon fast Mitte Mai. Jetzt steht schon wieder die neue Kollektion von Pegador in den Startlöchern. Modern Reality heißt die, glaube ich, soweit ich weiß. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wenn wir die ersten Pieces im Laden bekommen. Da werde ich mir auch sicherlich wieder einiges von holen, weil ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, Babyblau wird als Farbe dabei sein. Dann wird es diesen Türkiston geben. Es wird so ein Mintgrün oder Mintgrün wird wieder dabei sein, der jetzt auch schon in der Kollektion dabei war. Aber die College-Jacke musste halt auf jeden Fall nochmal sein. Hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Stick drauf, wo dann drauf steht: The clock of life is always ticking, my friend. Ne? Also ne, die Uhr des Lebens tickt immer. Und wie gesagt, ich kann euch das gerne nochmal hier von hinten zeigen. Auch nochmal mit diesem großen Backprint. Finde ich ganz geil. Die College-Jacke gab es insgesamt in 3 Colorways. Da fand ich die schwarz-beige Variante fand ich am besten. Die gab es auch noch in einem Mintgrün und ich glaube in so einem hellbraun. Wie gesagt, schwarz-beige. Beste Kombi. Und ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, wir springen direkt zum nächsten Piece. Und das auch zum letzten Piece. Aber das kennt ihr alle. DHL lässt gerade auf sich warten. Ich verfolge die ganze Zeit das Live-Tracking. Das ist jetzt mittlerweile unterbrochen worden und ich sollte eigentlich schon seit einer Stunde das Paket kriegen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt noch was wird. Ansonsten wird das Piece natürlich hinten dran geschnitten. Dann, weiß ich nicht, verändert sich die Umgebung vielleicht ein bisschen irgendwie mit Klamotten oder Lichtverhältnissen. Dann entschuldigt das bitte, aber ich versuche das Piece natürlich jetzt noch heute hinten dran zu packen. Und dann würde ich jetzt sagen, springen wir zum letzten Piece. A few minutes later. Hallo? Ah, mein Päckchen! Suki! So Leute, da sind wir auch beim letzten Piece. Es ist endlich angekommen, gerade vor 30 Sekunden. Das heißt, wir werden das jetzt hier auch gemeinsam öffnen. Erster Eindruck, ja, ich habe schon ein bisschen was aus anderen Videos gesehen, wie es halt verpackt ist. Aber ihr seid jetzt live dabei, während wir quasi als erster deutscher YouTube-Kanal, hoffe ich, glaube ich, was davon auspacken. Alle YouTuber haben ihr Standardmesser. Ich benutze einfach ein Küchenmesser. Und dann gucken wir mal, was sich hier drin verbirgt. Wie gesagt, zum Packaging weiß ich bis jetzt nur, dass da nicht wirklich viel bei rumkommt. Ich lege das Messer hier kurz beiseite. Und es bewahrheitet sich halt wirklich, es ist nur das Piece drin. So, das holen wir raus und ich muss direkt sagen, krass. Also es ist wirklich krass. Warum es krass ist, das werde ich euch jetzt sagen. Holy shit. Holy shit. Also ich hoffe jetzt gerade wirklich noch, dass es das Richtige ist. Aber ja,
Es ist das Dreiviertel No Seam Tee aus der Yeezy Gap Balenciaga Kollektion. Und warum ich gerade gesagt habe, krass, no joke, das Ding ist schwer wie ein Hoodie. Also jetzt vielleicht nicht 1:1 wie ein Hoodie, aber das Ding ist einfach unfassbar schwer. Das ist auch, glaube ich, das ist double layered. Also es sind quasi zwei T-Shirts zusammen vernäht. Aber es fühlt sich krass an. So, hinten haben wir diese Taube drauf. Ne, dieses, ich weiß nicht, Standard ist es halt nicht von Yeezy. Vorne haben wir das Gap. Kann es euch nochmal zeigen. Zeige euch die Taube auch nochmal so ein bisschen in nah. Dann haben wir hier, also by the way, ich habe das T-Shirt in einer Large bestellt. Ich hoffe wirklich, dass es passt. Also ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, ich springe mal kurz rein und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, da bin ich im Yeezy Gap Balenciaga Shirt und es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so, vom Fit her und auch was man hier so gerade anhat. Also das ist krass, man weiß, man hat ein T-Shirt an, aber es ist halt wirklich schwer, es ist wirklich heavy. Man guckt halt wirklich immer noch so auf die Ärmel, was da auf den Schultern liegt. Hier auch nochmal kurz von hinten, aber der Fit ist, finde ich nice. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Size hätte kleiner gehen können, aber ich finde, mit der L bin ich halt echt gut bedient. Bin auch echt zufrieden. Wie gesagt, Quali ist krass. Also es ist wirklich eine krasse Quali. Ich habe vorher von Yeezy Gap noch nichts gehabt. Deswegen kann ich jetzt auch so zu der Quali nichts sagen. Aber das gefällt mir halt wirklich richtig gut. Klar, das T-Shirt hat sich auch einiges kostet oder hat sich was kosten lassen. Aber ja, ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Schreibt mir auch gerne hier in die Kommentare, ob ihr selber was aus der Kollektion habt, aus der Kollaboration, wie ihr generell zu den Sachen steht. Es sind ja viel, viel mehr rausgekommen. Also es sind ja die Hoodies rausgekommen, es sind die T-Shirts rausgekommen. Und dann sind Jeans rausgekommen, es ist eine Jeansjacke rausgekommen. Und ich glaube auch gesehen zu haben, dass halt noch viel mehr kommen wird in dieser Kollaboration. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber Fazit für mich, ich kann sagen, bin sehr, sehr zufrieden mit dem T-Shirt. Finde es sehr, sehr geil. Werde es auch jetzt gleich sofort draußen rocken. Und bin dann auch mal gespannt, so was eventuell Arbeitskollegen sagen und generell. Also hier, wie gesagt, auch nochmal von der Seite. Man sieht halt auch, ne, wie unfassbar breit dieses T-Shirt ist. Also ich glaube, es ist breiter wie hoch. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles T-Shirt. So, ich zeige euch hier hinten auch nochmal die Taube. Und abschließend würde ich sagen, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Erfahrung oder die ein oder andere Info aus dem Video eventuell mitnehmen, für euch gebrauchen, whatever. Würde mich, wie gesagt, sehr über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen. Lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.